Was für eine Party am Sonntagabend in der Halle des Comenius-Gymnasiums, der Spielstätte des HC Deggendorf. Der Aufstieg stand ja schon nach dem vorletzten Spieltag fest. Am letzten gewann man im Fernduell mit Pfaffenhofen sogar noch den Meistertitel und dementsprechend ging es dann ab. Ja, das ist natürlich super. Sorry. Das kann natürlich auch passieren. Oh, ich mag mit dem Meistertrainer ein Interview geben. Co-Trainer Sandwiger. Ja. Ja. Sandi, magst du auch noch was sagen zu der geilen Saison? Ja, wir haben einfach eine Familie. Keine Ahnung, wir haben 16 Brüder und einen super Papa. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinnsgefühl, wenn man mit seinem besten Freund endlich mal die Meisterschaft packt. Über ein Jahr haben wir darauf hingearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Naja, da gibt es halt natürlich nur eins und das ist Feiern. Ja! Und das hatten sich die Jungs und Trainer Jürgen Spranger und vor allem auch der rührige Vorstand Karl Ebner wahrlich verdient. Ohne ihn, der auch auf der Tribüne immer mit 100% Einsatz dabei ist, wäre dieser Erfolg sicher nicht möglich gewesen. Da steckt ganz viel Herzblut drin. Ja, auf alle Fälle, sonst darfst du das nicht machen. Es ist wahnsinnig viel Arbeit, ich habe ein wahnsinnig gutes Team um mich herum. Es macht riesig Spaß, wir haben Fans, das ist der Wahnsinn, da wirst du jetzt schon angesprochen, wenn du auswärts irgendwo bist. Die Stimmung in der Halle, die spielt halt alles mit einer, dass das Gesamtpaket passt und das ist, da macht ja die Geschichte dann auch Spaß. Für den Handballsport in Deggendorf war der Schritt weg von der Spielvereinigung Grün-Weiß hin zur Neugründung des HC offenbar goldrichtig. Für uns hätte jetzt halt diese Saison, sprich seit Gründung des Vereins, nicht besser laufen können. Es gibt nichts Besseres, als wenn du im ersten Jahr einen Aufstieg schaffst in die Bezirksoberliga, nur dazu Meister wirst. Wir sind dabei, die Jugend aufzubauen. Wir haben nächstes Jahr 4 Mannschaften im Spielbetrieb. Im Jugendbereich haben wir die letzten Jahre nur eine gehabt. Wir haben die Damen im Spielbetrieb, eine zweite Herrenmannschaft und nächstes Jahr, wie gesagt, die Bezirksoberligamannschaft. Da scheint wieder richtig was heranzuwachsen. Und die thematisierten Fans spielen auch eine große Rolle. Das Team wurde und wird jedes Spiel frenetisch unterstützt, inklusive das eigentlich nur von Popkonzerten bekannte Spenden von Dessous. Handball ist also zunehmend in Deggendorf. Das waren schon die Fans. Also wir haben da auch sehr enthusiastische Fans. Und ja, also es wurde nicht von der Mannschaft vorbereitet und auch nicht vom Verein selber. Das waren schon die Fans und wie gesagt, bei denen können wir uns nur bedanken. Die haben uns die ganze Saison gepusht. Wir haben 250 bis 300 Zuschauer im Schnitt. Das ist Wahnsinn. Also ein Riesenhype und hoffen wir, dass wir den auch mit rüberziehen können in die Bezirksoberliga. Dort wird es in der kommenden Saison ungleich schwieriger, aber auch reizvoller. Ja, wir hoffen, dass wir auf Metten treffen, die ja immer noch die Chance haben, dass sie in der Liga bleiben. Das wird jetzt am 1.5. abzeichnen, ob die drin bleiben. War natürlich eine Riesengeschichte für uns, zweimal Lokalderby. Und Metten hat es auch absolut verdient, dass sie in der Liga bleiben. Eckenfelden. Also wir haben da mehrere Derbys nächstes Jahr. Verstärkungen sind nicht geplant, außer es bietet sich selbst jemand an. Ansonsten vertraut man aber vollkommen der Mannschaft, die heuer mit 36-8 Punkten souverän durch die Bezirksliga marschiert ist. Und das auch völlig zu Recht.